Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, ich poste letzte Zeit wirklich wenig, aber ja, heute ist wieder Fahrplanwechsel. Ja, und wie es die meisten wahrscheinlich wissen, öffnet heute wieder der Franz-Josefs-Bahnhof. Es tut auch, ne? Wien-Franz-Josefs-BF. Nach einem Jahr. Ja, was gibt's Neues? Gibt es einiges in diesem Jahr, nicht letztes Jahr. Ja, so, als Beispiel, oh, unscharf, als Beispiel genommen jetzt hier, ich hätte ja 44 jetzt um 46 und nicht um 47 oder 48. Ja, was gibt es dann noch? Zum Beispiel jetzt gibt es diesen Schnellzug, wird aber als Regionalexpress gezählt oder halt geführt, keine Ahnung. Das ist von Franz-Josefs-Bahnhof nach Prag, zweimal am Tag nach Prag und einmal am Tag nach Wien. Ich weiß nicht. Und jetzt gibt es einen Regiojet in St. Pölten. Ja, ich fahre jetzt mit einem Freund nach St. Pölten, wir füllen den Regiojet. Dann fahren wir nach Tulln, da füllen wir den neuen Schnellzug. Und ja, davon gibt es auf jeden Fall ein Video dann. Ja, da hinten kommt der Schnee. Ja, was weiß ich. Genau, das sind halt die neuen Sachen. Soweit ich weiß, hat sich nicht wirklich viel geändert. Ja, aber von dieser Niederösterreichseite oder so hat sich... den Franz-Josefs-Bahnhof. Geil. Ich mache Film dann die Ansage dann bei der Einfahrt. Ja, aber auf jeden Fall, das sind die... eigentlich die richtigen Änderungen, also halt die wichtigsten Änderungen, was weiß ich. Also Regiojet in St. Pölten habe jetzt und dieser Schnellzug dann nach Prag. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hat, aber ja. Soweit ich weiß, wurde der letzte Schnellzug irgendwie vor 10 Jahren oder so, 20 Jahren vom Franz-Josefs-Bahnhof. Ich weiß es selber nicht, aber jetzt gibt es einen neuen. Ja, genau, viel möchte ich nicht dazu sagen, also ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Also jetzt geht es auf jeden Fall nach St. Pölten, Regiojet filmen. Dann geht es nochmal nach Tulln mit der Cityjet und dann S-Bahn wahrscheinlich, keine Ahnung. Dann filmen wir den neuen Schnellzug. Der Schnellzug fährt jetzt einmal, wie gesagt, um 15 Uhr einmal und irgendwas um 9 Uhr in der Früh und um 22 Uhr in der Nacht. Und der Regiojet fährt um 13.36 Uhr von St. Pölten. Aber der fährt scheinbar nur heute und morgen nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist das nur einmalig, was weiß ich, keine Ahnung, schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall sehen, also ja, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Video und dann, bis dann, ciao.